Nach dem Botnik Hunter mit nur Bobinga im Mittelteil und Schwarzglaswurfarmen war es einfach für uns an der Zeit, mal was Neues zu machen. Und das Ziel, was wir verfolgt haben, war einfach den Bogenschützen in einem gewissen Preis-Leistungs-Verhältnis so viel wie möglich an Design und Leistungsqualität mitzugeben. Immer gereizt, diese Mischung aus Echtholzmaterialien wie diesem Meerbaum, was wir verwenden, dieses starke Rot immer in Kontrast mit ziemlich viel Dynamik. Und deswegen hat uns die Idee mit einem gewissen Savanna-Camo ziemlich gut gefallen. Ist ein bisschen abgeändert wie das Camo, was wir schon verwenden. Und dieser extreme Bruch von einem einfarbigen Holz zu einem Actionwood-Holz, was uns so ein bisschen an Camo, Outdoor, Dynamik erinnert, hat uns extrem gut gefallen. Und so fängt man an, fast über 1,5 bis 2 Quartale diese Hölzer übereinander zu schieben, dann in der Regel 1 bis 2 Muster zu bauen und dann zu schauen, okay, passt es optisch überhaupt gut zueinander. Und bei den Wurfarmen haben wir uns gedacht, wenn das Mittelteil schon viel Dynamik mit sich bringt, mit Actionwood und einem Naturholz, versuchen wir, diese krasse optische Energie am Wurfarm ein bisschen auslaufen zu lassen, indem wir einfach ein ganz schlichtes, elegantes, ohne langweilig wirkendes Holz zu verwenden. Und dafür haben wir uns definitiv für Olive entschieden, weil es einfach ein super Holz ist, um Understatement zu zeigen. Und der Bogen, macht schon genug auf sich aufmerksam und deswegen können die Wurfarme ruhig ein bisschen schlichter wirken. Der Bogen soll aber nicht nur optisch richtig gut ausschauen, sondern wie sein Vorgänger, der Botnik Hunter, soll der genauso leistungsfähig sein. Das heißt, wir haben ihn so gebaut, dass er mit einer Whisper String bzw. mit einer Leistungssehne schießbar ist. Deswegen auch unsere allseits bekannten Mikata-Tipps, um da einfach maximale Stabilität mit reinzubringen. Und damit die Wurfarme extrem viel Stabilität mit sich bringen und gegen Torsion arbeiten können, haben wir gesagt, zwischen dem Bambuskern legen wir noch eine Lage Staple Core, um dann am Ende für unter 500 Euro wirklich unserer Meinung nach ein extrem passendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu produzieren. Und vielen Mitgliedern gefällt der Desert Hunter so gut, dass er schon viele verschiedene Spitznamen bei uns in der Firma bekommen hat und definitiv einer der schönsten Bögen ist, die Bearpo Product so optisch entwickelt hat, dass es Botnik Bows in einer unfassbaren Produktion oder in einer extrem guten Qualität produzieren konnte. Und deswegen würde ich fast sagen, lieben wir diesen Bogen echt. Und deswegen ist auch für uns 60 Zoll Jagd Recurve niemals ein 60 Zoll Jagd Recurve Bogen, weil jeder Bogen ist irgendwo gleich, aber doch immer ganz unterschiedlich und erzählt seine eigene Geschichte. Und für die Geschichte haben wir nahezu 2 Quartale optische Zusammenarbeit gebraucht. Für das Schießen jetzt benutzen wir Pendalon Hunter Extreme. Da nehmen wir meine, die haben einen Spine von 800, sind gekürzt auf 28,5 Zoll mit einer 125 Grain Spitze, 3D Combo. Der Bogen hat 45 Pfund. Das heißt, die Pfeile sind ziemlich weich und werden auch ziemlich schnell fliegen. Das heißt, wir werden ziemlich viel Spaß mit den Pfeilen haben, sind aber vielleicht nicht für jeden was.